Ja, hallo und moin und moin moin, wie auch immer. Ja, gerade gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr genau, hatte ich mich ausgelassen über dieses schmucke kleine Mikrofon aus dem Hause Sabinetech oder Sabinetech oder wie auch immer. Das Smart Mic Plus, Smart Mic Plus. Und hatte als einen der Schwächepunkte angeführt, ja, man könne zwar tolle Sachen damit machen, aber zum Beispiel eben in Filmic Pro, der Software, mit der viele von uns arbeiten, ich auch beim Filmen, beim Videodrehen, könnte ich nur noch in relativ niedriger Audioauflösung von 16 Kilohertz drehen. Ist nicht wahr. Darauf hat mich ein lieber, netter Freund aus der Facebook-Gruppe zu Filmic Pro hingewiesen. Und zwar war das der Rob Kadelka aus Ungarn, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der hat mich dann auf die wahre Spur gebracht. Ich hatte mal was gelesen, dass man da was mischen könnte. Wusste aber nicht genau wie. Und die Software von dem Smart Mic Plus verrät das auch nicht. Die verraten vieles nicht. Da muss man erstmal selbst hinterkommen. Rob Kadelka kam dahinter und hat mir das auch geschrieben. Und naja, er hat ein bisschen was dabei vergessen. Ich versuche es euch mal zu erklären und ich zeige es euch auch gleich mit einigen Screenshots dabei. Also, es ist ganz einfach, aber doch recht kompliziert. Man muss an einiges denken. Ich versuche mal, das auf Reihe zu kriegen. Also, erstens muss man in der Software zum Smart Mic Plus. Ja, da muss man nicht die Kamera starten, sondern auf die reine Audioaufzeichnung gehen. Nur Audio. Nimmt dann nur das Mikrofon auf, da wird das Handy, die Handykamera gar nicht mit eingeschaltet. Und das lässt man einfach laufen. So. Natürlich in höchster Auflösung. 48 Kilohertz. Schön. Gute Sache. Dann lässt man das weiterlaufen, schaltet auf dem iPhone um, mit unten mit dem Knopf, und geht auf Filmic Pro. Ganz einfach auch, ne? Dort schaltet man aber nicht auf das Bluetooth-Mikrofon, das wäre ja das Smart Mic Pro, Smart Mic Plus. Das lässt man schön in Ruhe, sondern nimmt irgendwie irgendein Mikrofon auf dem iPhone. Beim Selfie zum Beispiel wäre das das vordere Mikrofon. Habe ich gerade auch eingeschaltet. So. Ja, und dann kann man ganz in Ruhe drehen. Das läuft, also im Hintergrund läuft die Software für das Smart Mic Plus. Und gedreht wird mit dem Filmic Pro. Da kann man dann auch für das interne Mikro des iPhones ruhig eine höhere Audioauflösung wählen. Dann hat man also seinen Dreh beendet und dann geht es wieder los. Dann speichert man die Filmic-Datei ab, also Video und Tonspur. Zusätzlich speichert man die Tonspur für das Smart Mic Plus mit 48 Kilohertz ab als reine Audiodatei und dann in dem Media-Ordner diese beiden Dateien. Einmal das Video, die Videospur mit dem dazugehörigen Audio nur anwählen. Dann mit
Steuerung, Linkstaste, die Audiospur für das Mic Plus, Smart Mic Plus. So, jetzt kommt der kleine Trick in Resolve, das erspart eine Menge Zeit. Dann rechte Maustaste und dann kann man auswählen, automatisches Synchronisieren, Audio. Da wählt man, kann man dann wieder verschiedene Möglichkeiten, da wählt man aber die Waveform, die Synchronisierung nach der Waveform, macht das und dann synchronisiert sich das und man kann das alles runterziehen in die Timeline. Das war's schon. Ganz einfach. Ist ein bisschen kompliziert. Ich gebe es zu. Aber immerhin, die kleine Schwäche von Smart Mac Plus hat man damit auf jeden Fall geknackt. Viel Spaß weiterhin. Tschüss.